Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, während wir hier in Zeitlupe am Bahnbetriebswerk Süd des Leipziger Hauptbahnhofs vorbeifahren, ja, es gibt wieder ein neues Video. Und zwar geht es wieder mal um ein Fremo-Treffen, diesmal Epoche 3 und 4 und das wieder in Traskamuggern. Nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, und wir beginnen mit einem Blick auf das Arrangement. Ich werde hier nicht auf irgendwelche Betriebsstellen eingehen, also dass wir hier unten gerade die Industriekurve sehen. Einfach, ich war zu kurz da, weil ich mich nicht so fit gefühlt habe, war es nur ein Kurzbesuch und deshalb wird es hiervon auch nur ein Video geben. Wir beginnen auf der Hauptbahn mit einem wunderschönen Güterzug mit einer Lok, die leider nicht verraten hat. Ich vermute mal, dass es eine Baureihe 44 ist. Die Schilder waren leider nicht zu erkennen im Video. Aber es ist ein sehr schöner Güterzug, der hier über die Hauptbahn fährt. Übrigens mit einem sächsischen Güterwagen am Schluss. So, und dann haben wir hier auch auf der Hauptbahn einen Kohlezug mit einer, na hier wird es wahrscheinlich noch V180 sein, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ja, das ist leider so, wenn man keine Kamera hat und immer mit dem Handy filmt, dann, naja, da gibt es so die eine oder andere Unschärfe. Aber ich hoffe, euch gefallen meine Videos trotzdem. Hier haben wir was Schönes. Nämlich das Beladen eines Güterzuges. Das ist quasi die Alternative zu dem, was ich mal im Video gezeigt habe. Ich hatte ja mal ein Video gemacht über Ladegut. Das ist in diesem Wagen hier allerdings gar nicht so einfach. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund dieser Geschichte, einfach weil man dann als Betriebsstelle auch einen kleinen Autostaubsauger mitführen muss, für den Fall, dass so ein Wagen mal umkippt und seine Ladung über den ganzen Bahnhof verteilt. Ist aber, naja, es wird eben am Ziel entladen und dann wieder verpackt und dann wieder zurück in die Kohlegrube geschafft, ne, um dann dort wieder beladen zu werden. Und es passt sich natürlich jeden Wagen an, das sind die Vorteile. Ne? Also gerade in der Epoche 1, wo wir, was weiß ich, wie viele verschiedene Kohlewagen haben, sind die Vorteile natürlich nicht von der Hand zu weisen. Es wird übrigens, also zumindest bei uns, weiß ich, was hier verwendet wurde, hat man übrigens schwarzen Schotter als Kohleladegut verwendet. Hier haben wir dann mal noch einen kleinen Blick auf die noch im Bau befindliche Anlage der Kohlegrube. Und dann haben wir hier eine Baureihe 44 ohne Schilder, die jetzt hier angedampft kommt. Hier kommt eine ganz besondere Lok ins Bild und zwar die Baureihe 19, die wir eigentlich als Sachsenstolz kennen und als sächsische Länderbahn-Lok. Und es gab aber zwei Maschinen, die in der Epoche 3 noch umgebaut wurden, also als Reco 19.
dann noch intensive Änderungen erfahren haben. Das hatte eigentlich den Sinn, dass sie als fürs Versuchsamt als Bremslokomotiven eingesetzt werden sollten. Aber die haben natürlich auch für die Reichsbahn diverse Züge gefahren und das wird eben hier jetzt gerade im Modell nachgestellt. Also es ist was ganz Besonderes. Es ist auch schade, dass sich keine dieser Lokomotiven erhalten hat. Also die ist auf Bildern und auch hier das Modell zeigt sich schon, dass das wirklich was, ja, eine tolle Maschine war. Das war die Sachsenstolz auch, aber die, das ist hier auch ein bisschen was Besonderes, für, auch für die Epoche 3 und die angehende Epoche 4, wo sie dann die Nummer 04 bekommen hat, die vorher ja mit zwei Mitteldrucklokomotiven belegt waren, die aber, weil sie sich nicht bewährt haben, noch vor dem Krieg ausgemustert wurden. Da ist auch wieder ein schöner langer Zug, ne? Das ist was, was wir eben auf solchen Modulstrecken hier machen können. Dann haben wir hier eine 38 mit einem Güterzug. Und eine 95, auch wieder mit einem Güterzug. Und dann haben wir nochmal unsere Baureihe 19, die ich hier nochmal an einem anderen Stück des Arrangements eingefahren habe mit ihrem Doppelstockzug und die beiden Schnellzugfahrer hinten dran. Und es kommt noch eine 38 entgegen mit einem Personenzug. Dann haben wir ja noch eine 01. Mit einem Schnellzug. Der hier seine Bahnen zieht. So, und dann haben wir jetzt ganz viele Fotos. Hier von dem schönen Triebwagen. Triebwagen, wisst ihr, bin ich nicht so fit. Da weiß ich oft die Baureihen nicht. Ich habe dann versucht, dann möglichst irgendwelche Details einzufangen. Na, wie hier ein kleiner Fingerzeig für Leute, die Bäume bauen wollen. Die sind noch nicht ganz fertig. Hier muss dann noch das Blattwerk drauf. Und ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen Farbe kriegen. Das Braun, das sieht da ein bisschen... Hört es sehr leuchtend aus. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Na, also die sind schon ein bisschen weiter. Das lässt sich doch ganz toll anschauen. Dann haben wir hier den Schattenbahnhof mit diversen Fahrzeugen. Es kann sein, dass hier dann schon die Epoche 4 im Anbruch war. Das war also, ich kam quasi so am Ende der Epoche 3. Kam ich dort beim Treffen an und die waren dann schon so ein bisschen am Umbauen, um sozusagen die ältesten Maschinen rauszunehmen und die eben durch Epoche 4 Loks zu ersetzen. Ja, das sind eben auch, das ist auch wieder so eine Geschichte, ne? Modulbahn mit langen geschwungenen Gleistrassen und riesigen Gleisradien, die wir also auf der Bahn nicht hinkriegt, also auf der, zu Hause auf der Bahn nicht hinkriegt.
Ja, und dann waren ja in der DDR nicht alle Wohnhäuser im guten Zustand, eigentlich die wenigsten Altbauten. Ne? Oft sah es dann eben auch so aus. Auch das ist so ein bisschen Realität, die hier nachgestellt wird. Und dann gibt es natürlich auch was Neues, wie das Stellwerk, also zumindest im Modell, ne? Das hier, also ein kompletter 3D-Druck, also das Haus in einem Aufwasch gedruckt. Ja, und dann haben wir hier einen Übergang. Es gab hier auch Module, wo das zweite Gleis abgebaut war. Na, hier haben wir einen schönen Flusslauf. Hier, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ne? Das ist eine ehemals zweigleisige Strecke, wo also dann zu späterer Zeit nicht wieder aufgebaut wurde. Die zweiten Gleise sind ja alle nach dem Krieg in der DDR verschwunden. Dann ein paar schöne Kiefern. Hier wieder der andere Schattenbahnhof. Das müsste jetzt der Schattenbahnhof Warn sein. Der andere war Plagwitz. Hier nochmal der Tisch mit den Güterwagen für den Schattenbahnhof. Und dann nochmal ein Blick hinein in die Züge, die dann irgendwann mal ausfahren. Der Kohlezug, den wir vorhin gefilmt haben, hier nochmal. Fluss und Autobahn nebenan. Ja, hier eine besondere Szene. Ich weiß gar nicht, ob es eine Autobahn ist oder irgendeine Straße, die hier so. Aber es ist auch mal so ein bisschen eine DDR-Szene, auch wenn ich sie selber noch nicht gesehen habe. Ja, also. Aber das hat sicher in den 50er und 60ern ein bisschen anders ausgesehen. Die habe ich ja nur als, also die 50er gar nicht und die 60er nur als Kleinkind erlebt. Hier ein kleiner beschaulicher Bahnhof. Auch das hier schön gestaltet. Das Modul, das haben wir glaube ich schon mehrfach im Bild gehabt, aber das kann man nicht oft genug fotografieren und dann natürlich im Video zeigen. Das war was, was ich bisher noch nicht gesehen hatte auf irgendeinem Treffen. Das war bloß so dicht gestaltet, was ja nicht falsch ist, aber es war einfach schwierig zu fotografieren. Na, das hatte einen sehr realistischen Eindruck hinterlassen, aber eben. Es war nahezu unmöglich, da zu fotografieren und da vernünftige Bilder zu machen. Na, das gleiche gilt hier. Na, also da mal näher in die Szenerie, dass man da so ein bisschen was sieht, war das sehr schwierig. Aber es ist wirklich tolle Gestaltung. Also da Hochachtung vor dem mir unbekannten Erbauer. Ja, auch das hier war sehr schön. Das war eine sehr lange gerade Strecke mit einer parallelen Straße und dann wie so Kasernen im Hintergrund. Leider war das dort in dem Arrangement so komisch reingestellt, dass man auch unmöglich fotografieren konnte. Also das war. Aber es ist so, man macht das so ein Arrangement nicht, damit Leute fotografieren können, sondern um da zu fahren. Dafür ging's. Aber es war eben, naja, waren auch viele kleine Szenen, die hier dargestellt wurden mit der Nationalen Volksarmee. Das ist auch als geschichtliche Aufarbeitung. Ja, dann haben wir hier noch einen See und ein paar Badeszenen. Oder Freizeit sehen. Und natürlich muss jemand mit dem Förderrad da stehen. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Das gehört einfach zu so einer Szene dazu, auch in dieser Zeit. Ich glaube, heute kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand mit dem Förderrad da hinstellt. Da gibt es genug Nacktes in Zeitschriften und im Internet. Da muss man, glaube ich, keine eigenen Bilder machen. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch etwas Schmalspurbahn
Schmalspurbahn ist ja da auch immer oder fast immer da, wenn es in Dreiskamuggern ein Treffen gibt. Hier natürlich mit dann ein paar anderen Fahrzeugen, als das bei uns der Fall ist. Na, bei uns fährt er dann hauptsächlich die 4K und hier fahren dann eben ein paar neuere Fahrzeuge. Die Module sind aber meist die gleichen und oft dann auch eher, sagen wir mal, in Epoche 3 oder 4 gestaltet. Was natürlich bei uns dann immer ein Kompromiss ist, aber naja, mein Gott, da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Ja, diese Brücke hier, das ist natürlich auch schön gemacht. Und wir haben tatsächlich sogar noch eine 4K, die natürlich in dieser Woche auch gefahren ist. Ne? Die fahren ja heute noch. Ne? Also sind sie natürlich selbstverständlich da in dieser Epoche auch gefahren. Man hat sie dann in bestimmten, also nicht überall verwendet, ne? Man hat sie dann auf bestimmten Bahnen dann zusammengezogen. Hier wird er vorsichtig an den Zug herangefahren und dann gekuppelt. Und hier kommt unser Güterzug von vorhin in den Bahnhof hinein. Und wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr kennt so die Sätze, die immer so am Ende eines Videos fallen, ne? Also liken, Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das wäre sehr schön. Und ihr werdet dann auch informiert, wenn dann auf diesem Kanal ja, ein neues Video erscheint, zumindest dann, wenn er die Glocke klickt, drückt. Einen schönen Abend, macht was draus.